Ihr habt euch mal wieder ein Wokgericht gewünscht und ich habe für euch eins kreiert. Heute wollen wir ein bisschen in die indische Richtung gehen. Wir machen einen Tandoori-Wok. Tandoori, das ist eine indische Gewürzmischung, die kennt ihr vielleicht. Man mariniert vor allem Gemüse darin. Wir machen daraus heute ein richtiges Wokgericht. Dazu brauchen wir natürlich nicht nur ein gutes Tandoori-Gewürz. Das hier schmeckt mir besonders gut. Ich war ja selbst in Indien, ich habe schon andere probiert. Das hier ist wirklich ganz besonders gut. Dazu kommen als Gewürze Bockshornklee und Kardamom noch extra. Zudem Knoblauchpüree und Ingwerpüree. Außerdem als Einlage für den Wok habe ich ausgewählt Sojabohnenkeime, Tofu, Kichererbsen, klein gehackte Tomaten, außerdem rote Linsen, etwa 150 Gramm. Die muss man vorher abspülen, das habe ich schon gemacht, in einem Sieb unter kaltes Wasser gehalten. Außerdem habe ich noch 3 Kartoffeln, die habe ich schon mal geschält, und 3 Zwiebeln. Dazu werde ich hier den Basmati-Reis servieren. Der schmeckt mir ganz besonders gut. Das ist ein sehr aromatischer Reis. Den kennt ihr ja auch schon aus den vorhergegangenen Videos. Den benutze ich ja öfter. So, ich habe den Wok schon mal hier vorbereitet, vorgeheizt. Und wir werden jetzt schon mal die Zwiebeln glasig dünsten. Heute geht es nicht so schnell wie sonst bei den Wokgerichten. Da ist das Gemüse ja ruckzuck fertig. Wir machen heute ja eher so eine Art indischen Eintopf, wenn man so will. Und dafür müssen die Sachen noch etwas besser durchkochen. Die Kartoffeln, die dürfen nicht hart sein. Ich lasse das jetzt etwas heiß werden. Derweil schneide ich schon mal die Kartoffeln. Jetzt vermisse ich mein Messer. Das hat sich hier versteckt. So. Ja, er ist noch nicht ganz heiß. Ich habe gerade mit der Hand geprüft. So, die können schön klein sein. Hier auch. So schneidet man übrigens auch Pommes. Ne? So schnell wird das gehen. Aber Pommes machen wir nicht. Die sind uns zu fettig bisher. Wir schneiden die Kartoffeln wieder so in feine Scheiben. Dann nachher in Streifen. Hier musste ich schon etwas rausschneiden. Das war nicht mehr so schön, dieser Teil der Kartoffel, aber die ist ja noch gut. Wir wollen ja den Rest nicht wegschmeißen. Das kann man auf jeden Fall mitessen. So, die Augen sehen nicht so schön aus. Die kann man rausschneiden. Ich habe es jetzt nicht gemacht. So. Ja, jetzt ist es heiß. Jetzt gebe ich schon mal die Zwiebeln hinein. Das zischt schon richtig schön. Wir wollen, dass die Zwiebeln glasig werden. Wir geben jetzt auch noch den Knoblauchpüree hinzu direkt. So. Einen großzügigen Teelöffel Knoblauchpüree. Da machen wir noch einen, weil es so gut schmeckt. So. Und jetzt kommt auch der Ingwerpüree. Ganz praktisch finde ich ja diesen Püree, wenn man keinen frischen Ingwer im Haus hat. Ingwerpüree ist der Schlüssel zu der asiatischen Küche und auch in der indischen darf er meiner Meinung nach niemals fehlen. Das Ganze vermengen wir gut. Ich habe den Wok jetzt nochmal runtergestellt auf etwa auf 4. So. Jetzt schneide ich nochmal die restliche Kartoffel. Erst in feine Scheiben. So. Und dann in Pommesstreifen, Pommesstreifen und dann in kleine Viertel. Das geht ganz schnell. So, wir schneiden die so klein, weil es ja so eine Art Eintopf wird. Ein Curry, wenn man so will, ein Tandoori-Curry. Meine eigene Kreation. Und jetzt gebe ich schon die Gewürze hinein. Das ist besonders gut. Ich finde immer, dass die Gewürze dann ihren Geschmack gut entfalten. Die Meinung geht da auseinander. Manche geben die Gewürze erst nachher hinein. Ich mache es gerne schon in diesem Stadium. So, wir wollen recht großzügig sein, mein Tandoori. Das ist so lecker, das ist jetzt schon fast leer, wie ihr seht. Wir wollen großzügig sein. So, das ist das wichtigste Gewürz.
Nachher würzen wir auch noch mal nach. Und es kommen ja noch, ihr sagt jetzt vielleicht, das ist total viel, aber es kommen ja noch ganz viele andere Sachen hinzu. Ganz viele Zutaten. So. Etwas Kardamom, damit dürft ihr sparsam sein. Wirklich nur ein Sonnenschlag, das ist sehr intensiv. Oh, meine Augen tränen. Und etwas Boxhornklee, da habe ich noch die. Da tue ich immer wieder diesen Plastikdeckel drauf, damit das Aroma gut geschützt ist. Damit, das ist auch ein sehr spezieller Geschmack, damit dürft ihr auch erstmal vorsichtig sein, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Die ganze Küche duftet jetzt schön nach indischen Gewürzen. Jetzt geben wir die Kartoffeln hinzu. Und Kartoffeln pappen an. Also das muss euch bewusst sein, sobald die Kartoffeln hinzukommen, wird das Ganze eher klebrig. Dieser Wok ist natürlich so super, dass hier kaum was am Boden hängen bleibt. Wir wollen aber, dass die Gewürze direkt auf der Kartoffel bleiben, damit die Kartoffel das Gewürz auch annimmt. Weil darum geht es uns ja. Wenn wir das Gewürz erst später hinzugeben, finde ich, in die Soße, dann schwimmt das Gewürz in der Soße, aber nicht an den einzelnen Gemüsesachen. Mit Tandoori kann man übrigens auch, so wie ich das jetzt gemacht habe, Gemüse marinieren. Zwiebeln andünsten, so wie wir das bisher gemacht haben, Zwiebeln dazu und es so essen. Schmeckt auch. Aber wir gehen ja noch einen Schritt weiter. Ich gebe jetzt die Linsen hinzu. Die habe ich schon abgewaschen. Ihr hört, sie sind noch hart. Und die müssen gleich kochen. So. Linsen und Kartoffeln, die müssen wirklich gar werden. Jetzt bekommen sie erstmal hier den Gewürzkick. Ich gebe jetzt ein Stück Wasser hinzu, so etwa 200 Milliliter. Das Ganze soll jetzt richtig heiß werden. Wir stellen jetzt den Ofen wieder hoch. Denn die Linsen, also diese roten Linsen, die müssen etwa 10 Minuten richtig kochen. Wenn sie gar sind, splitten die sich so ein bisschen auf. Und die Kartoffeln, die müssen normal, eine Kartoffel muss normalerweise 20 Minuten kochen. Die sind aber klein geschnitten. Deswegen schätze ich auch, dass die so 12 Minuten brauchen werden, bis sie schön weich sind. Wir geben aber direkt auch schon unsere Tomaten hinzu, damit das Ganze schon mal die Gewürze ineinander übergehen, dass die Zutaten richtig miteinander schon eine Verbindung eingehen können. Das ist auch immer ganz wichtig. So, und die zweite gleich auch. Jetzt sieht es gerade ein bisschen suppig aus. Ich hoffe, dass die Linsen nachher noch etwas Flüssigkeit aufnehmen werden, so dass das Ganze dann nicht mehr so flüssig ist. So, jetzt ist das Ganze schon sehr tomatig. Ihr seht, das reicht jetzt schon für eine Großfamilie. Da sollte auf jeden Fall jeder satt werden. Aber so ein Gericht, das kann man natürlich auch gut aufbewahren und vorkochen für ein paar Tage, sodass man nicht jeden Abend immer neu kochen muss, sondern dass man dann immer schon Selbstgemachtes da hat. Die Kichererbsen, die schütte ich jetzt ab. Das Wasser möchte ich nicht. Oh, da ist schon eine Kichererbse im Ausfluss gelandet, alle anderen nicht. Das ist gut. Die kommen auch dazu. Dürfen natürlich auch in vielen indischen Gerichten nicht fehlen, die Kichererbsen. Und jetzt kommt gleich noch die Sojabohnensprossen dazu, aber noch nicht sofort. Ob wir die noch reintun, das lasse ich noch mal offen, weil das ist ja jetzt schon recht viel. Schauen wir mal. Es muss jetzt erstmal heiß werden und kochen. Darauf warten wir jetzt und machen den Deckel drauf. Und dann schauen wir mal, wie das nach 12 Minuten aussieht. So, wir schauen mal, wie weit es ist. Es kocht schon
Und wie prophezeit sind die Linsen etwas voluminöser geworden. Das Wasser wurde aufgesaugt. Ich nehme mal etwas raus, dann können wir gleich mal probieren, ob es schon gar ist. Derweil werde ich den Tofu jetzt schon mal hinzugeben. Ich habe den schon mal klein gewürfelt und verteile den jetzt schon hier rein. So. Hier nehme ich jetzt mal ein kleines Stückchen ab. So, der Tofu soll auch schon erhitzt werden noch. Alternativ könnt ihr den Tofu natürlich auch separat anrösten in Öl. Und zwischenzeitlich habe ich, wie ihr seht, auch noch ein paar Curryblätter hinzugegeben. Die habe ich aus Indien mitgebracht. Die sind total super, die passen in jedes Curry. Die hatte ich vorhin kurz vergessen. Die kleinen dunkelgrünen Teile, die ihr seht. Und jetzt probiere ich mal, ob das schon gar ist. Es war jetzt schon ungefähr 15 Minuten auf dem Ofen. Es ist noch sehr bissfest. Ich rate dazu, das noch länger kochen zu lassen. Aber nichtsdestotrotz würze ich jetzt schon mal ein bisschen nach. Ich habe ja jetzt probiert. Ich gebe noch mehr Tandoori hinzu. Das darf ruhig großzügig gewürzt werden. Das soll ja schließlich auch richtig nach was schmecken. Das ist so. Und ich gebe jetzt auch noch etwas Kokosmilch hinzu. Habe ich mir gerade spontan überlegt. So geht das hier in der Küche manchmal. Dann probiere ich und dann schmecke ich irgendwas. Und dann sage ich, da muss noch was rein. So, ich nehme hier die Kokosmilch und gebe sie hinzu, damit das Ganze noch etwas abrundet. Mal schauen, wie viel ich brauche. Das kann ich dann so an der Konsistenz erkennen. Die Kokosmilch, die löscht das so ein bisschen ab und macht den Geschmack harmonischer. Denn das war gerade, war mir das etwas sehr wasserlastig. Und diese Kokosmilch, hoffe ich, dass sie dem Wasser einen super Geschmack gibt. Und das sieht schon sehr gut aus. Das lasse ich jetzt erstmal, mehr gebe ich nicht hinzu. Das ist ein wunderbares Aroma, das macht es gleich so richtig exotisch. Das lasse ich jetzt noch etwas kochen und dann seht ihr gleich, wie es fertig aussieht. So, ich bereite jetzt schon mal den Reis vor. Auf den wird ja nachher das Curry gegeben und dafür nehme ich hier diesen Eisheber. Und ich möchte, dass er rund wird. Schön pressen und auf den Teller. Der eine ist nicht so gut gelungen, aber es geht. Ihr seht, worum es geht. Das Curry kocht jetzt 35 Minuten länger als ursprünglich prophezeit. So. Jetzt gebe ich das auf den Teller. So, um unsere kleinen Punkte herum. Und jetzt kommt noch zum Abschluss, nachdem ich das mal ein bisschen sauber gemacht habe hier. So, mit dem Küchentuch, damit es auch schön aussieht. Natürlich zum Abschluss der Clou. Mit den Sprossen, mit den Keimen. Als kleines Highlight. Und natürlich servieren wir indische Gerichte immer mit Joghurt. Das wird in Indien auch so gemacht. Ich habe hier meinen selbstgemachten Joghurt und die runden das Ganze immer noch ein bisschen ab. So, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und guten Appetit.